Hallo Leute, dieser Jill Ofarim hat sich wieder mal gemeldet. Er bettelt um eine zweite Chance. Ich bin der Meinung, die kann er kriegen. Die muss er sich selber halt aber arbeiten. Wie alle anderen auch. Viele werden sich erinnern können. Für die, die sich nicht erinnern können, ich blende hier nochmal kurz was ein. Er hatte vor 3 Jahren, war das jetzt, glaube ich, schon mittlerweile, hat er einen Hotelangestellten beschuldigt. Er hätte ihn rassistisch beleidigt oder jedenfalls nie rassistisch, sondern antisemitisch. Ich blende euch nochmal kurz ein. Instagram, er wurde nämlich in Leipzig Opfer eines antisemitischen Übergriffs. Einen schönen guten Abend zusammen. Ich weiß, ich bin ganz sprachlos. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Ich wurde in der Vergangenheit oft gefragt zum Thema Antisemitismus in Deutschland. Ich bin jetzt gerade hier in Leipzig, in einem Hotel namens. Den Namen des Managers am Counter werde ich jetzt nicht nennen. Es war ein Herr W. Und es ist eine Riesenschlange, weil deren Computer down ist. Kann passieren, alles gut. Kann passieren. Ich stehe auch in der Schlange. Und dann ruft irgendeiner aus der Ecke, packt einen Stern ein. Und dann sagt der Herr W, packen Sie Ihren Stern ein. Und dann sagt er, wenn ich den jetzt einpacke, darf ich einchecken. Deutschland 2021. Ja, das ist dann jedenfalls rausgekommen, dass der die ganze Story bloß erfunden hat, um halt mal wieder Aufsehen zu erregen, beziehungsweise ins Gespräch kommen und vielleicht sogar dazu noch Aufträge zu kriegen oder was auch immer. Hat leider nie geklappt. Jetzt hat er ein neues Video aufgenommen und veröffentlicht, in dem er um eine zweite Chance bittet. Guten Tag zusammen und Shalom. Ich habe mehrfach versucht, dieses Video hier jetzt aufzunehmen und glaubt mir, es ist nicht so leicht. Ich habe mir deswegen meine Gedanken aufgeschrieben und ich hoffe, ihr verzeiht mir. Ich würde es euch einfach vorlesen. Wie ihr wisst, gab es im letzten Jahr eine große, medial sehr weit ausufernde Debatte, die ich durch mein Verhalten verursacht habe. Dadurch habe ich viele Menschen enttäuscht und verletzt. Ich denke, alle wissen, wovon ich spreche. Ich habe zunächst eine gewisse Zeit für mich gebraucht, aber sowas ist nicht mit einer Entschuldigung oder mit Schweigen erledigt. Das weiß ich jetzt. Ich möchte sagen, dass ich mich lange und intensiv mit den Vorwürfen auseinandergesetzt habe. Die Zweifel und Kritiken, die seitdem immer wieder auf mich zugekommen sind, nehme ich sehr ernst. Ich übernehme die Verantwortung für was ich tat. Also über das Juristische hinaus und in jeder Hinsicht. Dinge, die ich bereue und für die ich mich schäme und für die ich auch büße. In den letzten Monaten habe ich mir professionelle Hilfe gesucht und angefangen, an mir zu arbeiten. 25 Kilo leichter und ohne einen Tropfen Alkohol sieht man die Dinge viel klarer und schaut sich selber genauer an, auch wenn einem nicht immer gefällt, was man sieht. Aber so ist nun mal die Realität. Es ist ein langer Weg, Vertrauen und Respekt wieder aufzubauen. Ob mir das gelingt, weiß ich nicht. Aber ich möchte den Versuch unternehmen, euch und mein Leben wieder zurückzugewinnen. Nein, ich will nicht einen Neustart, denn ein Neustart würde ein Zurücksetzen, eine Annullierung dessen, was geschehen ist, bedeuten, was weder möglich noch von mir gewollt ist. Aber ich möchte den Versuch unternehmen, euch und mein Leben wieder zurückzugewinnen. Jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient.
Das will ich versuchen. An diesem Punkt ist es spätestens auch Zeit für ein Danke an meine Fans, die zu mir gehalten haben. Nicht zuletzt an meine Familie, meine Freunde und danke an das Street Team. Danke für euren Rückhalt, aber noch mehr für eure Kritik und dass ihr weiterhin an meiner Seite seid. Die beste Form, etwas auszudrücken, aufzuarbeiten und zu heilen, ist für mich das zu tun, was ich liebe, womit ich die Menschen berühre und was ich auch am besten kann. Deswegen möchte ich den Fokus von heute an wieder konsequent auf eine Sache legen. Auf Musik. Vielleicht auf hoffentlich bald. Euer Gin. Shalom. Ja, für mich wäre das eigentlich egal gewesen, wenn ich die Musik geliebt hätte jetzt von dem oder sowas. Wer denn seine Verfehlung nie unbedingt einen Grund, den nicht mehr zu hören oder sowas. Das ist eigentlich Quatsch. Welche andere Leute sehen das anders? Heutzutage ist es ja fast so, wenn du irgendwo das Lied von der falschen Band hörst, wirst du als Nazi tituliert und bist bei vielen unten durch oder sowas. Aber für mich, ich privat und Beruf sehe ich getrennt. So wie das sich in der Öffentlichkeit gedrängt hat mit seiner Lüge und vor allem als der Hotelmitarbeiter dann entlassen wurde oder erstmal beurlaubt, hat er trotzdem noch weitergemacht. Also das hätte für ihn dann eigentlich den Ausschlag geben müssen, ist meine Meinung, dass er dann sagt, ich habe einen Fehler gemacht. Hat er nicht. Er hat weitergemacht, er ist auf Talkshows gegangen und hat seine Lügen noch überall durchposaunt. Obwohl damals auch schon viele gesagt haben, klarer Fall, der lügt, so wie er es rüberbringt und egal. In meiner Meinung nach, such dir einen Job, geh richtig arbeiten und betreibe deine Musik weiter als Hobby. Wenn du Glück hast, landest du vielleicht nochmal einen Hit, weil du irgendwas Besonderes rausbringst, was keiner hat oder sowas. Und wenn nicht, nee, da hast du halt ein schönes Hobby, was du dann zu deiner Arbeit als Ausgleich machen kannst. Wirklich? Wirklich?